Sonntag früh, 11 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Trading Insights. Ich begrüße alle recht herzlich und heiße auch den Inga in der Runde willkommen. Ja, guten Morgen, René, guten Morgen in die Runde. So, wir wollen uns auch heute wieder mit den aktuellen oder aktuell aus unserer Sicht interessanten Märkten befassen. Ich habe im Wesentlichen zwei Märkte, einen Rohstoff und dann einen Aktienindex heute dabei. Bin auch gespannt, was der Ingmar im Moment handelt, wie er die Märkte sieht, wo er Chancen sieht. Aber bevor wir loslegen, wie immer die rechtlichen Hinweise. Trading ist ein spekulatives Geschäft, das unabhängig von den gehandelten Produkten Risiken mit sich bringt, die bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals reichen können. Jeder ist für seine Handlungen selbst verantwortlich. Alles, was wir zeigen und besprechen, dient nur Informationszwecken, fordert niemanden zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auf. Ergebnisse aus der Vergangenheit sind nicht indikativ für die Zukunft. Das sollte auch klar sein. Und wie gesagt, jeder sollte eigenverantwortlich handeln. Und das in den Gewinn- wie auch in den Verlustsituationen. Ganz kurzer Hinweis zu Beginn. Ich habe es gerade auch hier schon in den Chat gepostet. Wir haben noch einen letzten Platz frei für die Trader-Ausbildung für Berufstätige, die am 1. Juli beginnt. Wer da also zuletzt angefragt hatte und da noch teilnehmen will, kann das tun. Ansonsten sind wir dann dort voll. Wir haben im Übrigen für diejenigen, die bei den bisherigen Ausbildungsgruppen dabei sind, falls es irgendjemand irgendwie übersehen hatte, obwohl wir da Einladungslinks geschickt hatten, wir haben heute Mittag ein Frage- und Antwort-Webinar. Das werden wir auch immer wieder machen. Vor allem dann, es geht ja für die erste Ausbildungsgruppe dort auch jetzt ab der kommenden Woche dann schon in die Nachbetreuung. Da sind die Schulungseinheiten dann durch. Und da werden wir dann auch wieder diese Frage-Antwort-Sessions haben, wobei es dann natürlich in diesen 12 Monaten Nachbetreuung primär darum geht, individuell zu arbeiten. Aber das nur am Rande. So, dann legen wir los. Erster Markt, den ich besprechen möchte, sind die Sojabohnen. Da bin ich jetzt gerade dabei, Positionen aufzumachen, habe Orders in den Markt gelegt oder lege gerade Orders in den Markt in verschiedenen Accounts auch. Und ich will komprimiert darstellen, warum ich dort auf der Short-Seite Einstiege suche, weil die Preise sind jetzt nicht wirklich hoch. Wir sehen hier oben den Sojabohnen historischen oder den historischen Sojabohnenpreis. Da sehen wir, bemessen an den letzten 10, 12 Jahren, sind wir eher relativ niedrig. Vor 10 Jahren hätte ich wahrscheinlich solche Trades nicht gemacht. Wenn ein Preis schon sehr, sehr niedrig ist, in der Nähe von historischen Tiefs, dann noch auf die Short-Seite zu gehen. Aber ja, man lernt hinzu. Ich habe massenhaft Situationen erlebt, in denen Rohstoffe extrem lange sehr, sehr niedrig liefen, immer wieder zurückverkauft wurden. Und das hat natürlich auch ganz stark damit zu tun, wie das Zinsniveau war. Wir haben eine der ersten Schulungseinheiten auch und haben das auch in der Gratisausbildung besprochen, haben es hier auch an dieser Stelle oft genug thematisiert. Sämtliche Märkte, egal ob man jetzt Indizes handelt, Aktien handelt, Rohstoffe, Währungen, sämtliche Märkte sind sehr, sehr stark beeinflusst von den Zinsniveaus. Also die Notenbanken sind heutzutage natürlich präsenter und aktiver als noch vor Jahrzehnten. Und die groben Schwünge, wir haben das uns, ich glaube, im letzten Trading Insights auch schon angeschaut. Die groben Schwünge, kann man sagen, machen Rohstoffe im Allgemeinen tatsächlich mit den Zinsen. Das heißt also, in einem Umfeld niedriger Zinsen muss ich damit rechnen, dass Rohstoffe keine so nachhaltige Aufwärtsentwicklung haben, dass die mal zwischenzeitlich 10, 20, 30% ansteigen, ist völlig klar. Das passiert immer wieder. Und dass auch mal eine Einzelstory vielleicht bombastisch laufen kann, so wie Palladium im letzten Jahr, ist auch klar. Aber wenn es jetzt darum geht, wie stelle ich mich in der Breite auf, dann macht es Sinn, dass man darauf achtet, in einem Umfeld niedriger Zinsen oder gar gerade nochmals gesunkener Zinsen, dass man nicht zu viele Märkte hat, die man im Rohstoffbereich gleichzeitig long handelt. Das ist ein Fehler, den ich in der Vergangenheit immer wieder gemacht habe.
weil ich eben genau diese Entwicklung entweder falsch eingeschätzt habe. Zum Beispiel 2016, 2017 war ich davon ausgegangen, dass die Zinsen weltweit steigen werden. Das war überhaupt nicht der Fall. Eine Fehleinschätzung, die sich dann auch auf meine Rohstofftrades ausgewirkt hat. Und ganz früher habe ich diese Kausalität gar nicht begriffen gehabt. Deshalb von der Grundausrichtung her, man sieht es auch hier, die Sojabohnen in den groben Schwüngen, da ist jetzt die Korrelation nicht so stark wie bei Erdgas und wie bei Baumwolle, weil Sojabohnen sind ja jetzt eher ein Verbrauchsprodukt, die werden jetzt weniger stark eingelagert. Rohöl wird zum Beispiel auch eher eingelagert, als dass es jetzt bei den Sojabohnen der Fall wäre. Aber man kann trotzdem sehen, dass so die groben Schwünge schon oft sehr deckungsgleich sind, nicht in der Tendenz, aber die einzelnen Fraktale kann man durchaus als deckungsgleich erkennen. Und wir wollen jetzt mal die einzelnen Faktoren gemeinsam durchsprechen, um einfach mal zu sehen, wie ist die Ausgangslage bei den Sojabohnen. So, fangen wir mal an mit der Saisonalität. Wir nehmen dazu wieder spreadcharts.com, frei verfügbar, kann jeder nutzen und haben dort den Septemberkontrakt von den Sojabohnen. Und blaue Linie ist der tatsächliche Verlauf vom Sojabohnen-Future und die rote Linie markiert den 5-Jahres-Durchschnitt der Saisonalität, die grüne Linie den 15-Jahres-Durchschnitt der Saisonalität. Es macht grundsätzlich Sinn, wenn man Märkte saisonal auswertet, dass man sich verschiedene Betrachtungszeiträume anschaut. Also man könnte jetzt sagen, okay, wir gucken uns mal an, wie es in den letzten 3 Jahren saisonal im Durchschnitt gelaufen ist, die letzten 5 Jahre, die letzten 15 Jahre, weil dann kriegt man auch einen Eindruck, ob die Saisonalität vielleicht wandert, was ja immer wieder passieren kann, oder ob sie sehr, sehr beständig ist. Wenn sie sehr beständig ist über verschiedene Betrachtungszeiträume, ist das natürlich immer eine gute Sache. Wenn sich da wenig verändert, bedeutet das, dass einfach ein sehr zuverlässiges Muster ist. Und das ist natürlich genau das, was wir suchen. Und hier ist es so, dass sich das über 5 und 15 Jahre sehr, sehr konstant entwickelt hat. Das heißt, die Saisonalität hat sich nicht verändert. Und wir sehen, dass es so Ende des Monats, Juni, ja, bis Mitte Juli, das ist oftmals so ein ganz guter Zeitraum, so ein Zeitfenster von 14 Tagen, in dem man ganz gut beraten ist, wenn man dann anfängt, Short-Positionen in den Sojabohnen aufzubauen. Erste wichtige Botschaft dabei, ich spreche von einem Zeitfenster, nicht von einem Zeitpunkt. Heißt also, ich kalkuliere von vornherein Ungenauigkeiten ein. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon dreht oder ob das nochmal einen Schub nach oben hat. Also unterteile ich meine Positionen. Mit Hebelprodukten kann man das ganz wunderbar machen, dass man da skalieren kann, dass man stückeln kann. Da kann ich mehrere Tranchen einplanen. Man kann es aber sogar im Future, mit CFDs ist es natürlich auch wunderbar möglich. Und im Future geht es aber auch, weil es dort einen Mini-Kontrakt gibt. Ich kann also sagen, okay, ich plane 4 Mini-Kontrakte ein oder meinetwegen 6 oder 8 Mini-Kontrakte und nehme erstmal nur 2 rein. Und wenn es dann nochmal ein bisschen schwankt, kann ich eben nochmal nachlegen. Also das halte ich grundsätzlich für sinnvoll, weil es völlig illusorisch ist, dass man einen Markt perfekt timet. Das ist, egal wie erfahren man ist, wird das einem seltenst gelingen. Jedenfalls, wenn ihr das permanent so hinbekommt, dann super. Ich kriege es jedenfalls nicht hin. Saisonalität zeigt also gen Süden und zwar speziell in der Zeit von Anfang Mitte Juli bis Anfang September. Dieser Zeitraum ist da also sehr, sehr stabil. Dann schauen wir uns die COT-Daten an. COT-Daten sehen so aus, dass wir hier relativ bearische, in Anführungszeichen bearische Commercials sehen. Und hier unten die Produzenten, das ist ja einfach nur nochmal der Report anders aufgedröselt. Produzenten sind sehr bearish, das bedeutet schlicht und ergreifend, sie schreiben viel Preise fest. Und wenn man sich ein bisschen zurückbewegt in der Zeit, wir haben zwischen April und Juni ist die Pflanzzeit bei Sojabohnen. Das haben wir auch in der Ausbildung besprochen. Und in dieser Zeit sind die Preise normalerweise relativ hoch. Das sind relativ hohe Notierungen, was damit zu tun hat, dass da natürlich die Unsicherheit, wie wird denn die Ernte ausfallen, noch sehr groß ist, weil man gar nicht weiß, wie viele mögliche Anbauflächen werden denn überhaupt bepflanzt. Und Ende dieser Planting Season, der Pflanzzeit,
Das ist eben mit Ende Juni ist diese Pflanzzeit durch. Dann hat man Fakten geschaffen. Das heißt, dieses spekulative Moment von wegen, es könnte sein, dass wetterbedingt es nicht gelingt, viel zu pflanzen, das ist raus. Und dadurch hat man oftmals dann so einen Effekt, dass dass dieser Markt zur Schwäche neigt. Und hin zur Ernte, die dann im November ist, beziehungsweise das ist der neue Erntemonat, die Ernte beginnt so um den Oktober herum, je nach Region. Da kommt dann Angebot auf den Markt und normalerweise unter normalen Bedingungen haben wir dann dort entsprechende Schwäche. Und wir haben in der Zeit März bis Juni gesehen, da müssen ja die Farmer entscheiden, wie viel pflanzen sie wovon an, dass von Sojabohnen, dass dort zugunsten von Sojabohnen wieder Anbauflächen sozusagen ja freigemacht werden für die Sojabohnen, weil es relativ rentabel ist. Es sind ganz ergiebige oder es ist ein ganz ergiebiger Rohstoff im Moment vom Preis her für die Farmer. Und also das konnte man auch nachlesen, das kann man auf den Webseiten nachlesen, die sich eben mit diesem Markt beschäftigen. Man kann das in Relation zu Mais zum Beispiel auch sehen, wenn man dort das Verhältnis Mais zu Sojabohnen betrachtet. Also es lohnt sich für die Farmer und deshalb schreiben sie auch entsprechend Preise fest. Und sie haben natürlich auch eine Kenntnis von Angebot und Nachfrage. Da werden wir gleich drauf schauen. Aber das Wichtige ist, um das Thema COT-Daten auch noch abzurunden, die Produzenten sind in Anführungszeichen also bearish, die schreiben auf diesem Niveau viel Preise fest, treten als Verkäufer auf. Was ist passiert, wenn sie das getan haben in der Vergangenheit? Das war hier zum Beispiel der Fall, ist der Preis nach unten gegangen. Das war hier der Fall, ist der Preis nach unten gegangen. Das war hier der Fall, da gab es diesen Absacker. Das war hier der Fall, da gab es diesen Rücksetzer. Hier war es der Fall, da gab es diesen Absacker und so weiter und so fort. Das heißt also, wir können natürlich jetzt nicht sagen, ob das schon das Ende der Fahnenstange war. Wir wissen nicht, sind die Large Traders jetzt schon am Zenit oder kommt da noch was nach? Aber wenn man diese Ausgangssituation betrachtet, Saisonalität spricht dafür, dass es ab spätestens Mitte Juli gen Süden tendiert. Und COT-Daten untermauern das. Heißt also, diese beiden Faktoren lassen mich auf jeden Fall schon mal nach einem Short-Einstieg suchen. Zinsniveau ist sehr niedrig. Das sagt mir insgesamt auch, dass ich grundsätzlich ganz gut beraten bin, wenn ich nicht zu viele Long, sondern auch einige Short-Positionen im Rohstoffbereich habe. Und dann habe ich also quasi drei Faktoren, die mir schon mal sagen, dass ich diesen Markt auf der Short-Seite durchaus handeln kann. Und wenn wir dann im letzten Schritt auch noch uns anschauen, wie ist denn die gegenwärtige Konstellation? Etwas, was klassischerweise falsch gemacht wird. Viele schauen sich Saisonalitäten an und glauben, der Markt müsse immer so laufen, wie es saisonal typisch ist. Der richtige Schritt, wir haben gerade heute eine Schulungseinheit auch gemacht oder aufgenommen, die wird in den nächsten Tagen dann auch rausgehen. Da geht es eben genau um diese Checkliste sozusagen. Da steht natürlich Saisonalität und Zyklen stehen da ganz vorne. Aber ich muss verstehen, dass da immer fundamentale Faktoren dahinter stehen. Und es gibt manchmal Jahre, in denen einfach Angebot und Nachfrage so aus dem Gleichgewicht geraten sind, dass der Markt sich antisaisonal verhält. Und typisch saisonal verhält er sich dann, wenn Angebot und Nachfrage in einem Verhältnis sind, was das eben bestätigen würde. Wo kann man das nachlesen? Das kann man alles auf der Seite der USDA, kann man sich die Daten anschauen. Also wie schaut das Angebot aus? Wie schaut die Nachfrage aus? Und es gibt eine Website, Grow Intelligence, die ich nutze. Die ist auch natürlich sehr hilfreich. Supply heißt Angebot, Demand heißt Nachfrage. Und hier ist das aufgelistet für die USA, für Brasilien, auch ein großer Sojabohnenproduzent, für Argentinien, auch ein großer Produzent. Und China, das sind alles auch große Produzenten und Konsumenten von Sojabohnen. Und überall sieht man hier Angebot zu Nachfrage, Angebotsüberhang, Angebot zu Nachfrage, Angebotsüberhang, Angebot zu Nachfrage, Angebotsüberhang, Angebot zu Nachfrage, Angebotsüberhang. Das heißt, für sämtliche wesentliche und wichtige Regionen haben wir ein sehr gutes Angebots- zu Nachfrageverhältnis. Das heißt also, das Angebot deckt die Nachfrage locker. Wenn es umgekehrt wäre, wäre die Gefahr gegeben, dass der Markt sich antisaisonal verhält. Ist aber nicht der Fall.
Es können natürlich immer irgendwelche Dinge passieren, von denen ich jetzt nichts weiß oder wir alle nichts wissen. Aber nach der gegenwärtigen Kenntnis oder Informationslage haben wir kein Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. Wir haben COT-Daten, die das untermauern, die also eher erwarten lassen, dass der Markt nicht mehr wesentlich nach oben geht, sondern vielleicht nochmal einen kleinen Schlenker macht. Ich mich also in der Staffelung positioniere für die Short-Seite. Wir haben aus Zinssicht, also in der Market-Sicht, Zinsen sagen auch eher hohe Short-Einstiege suchen in solchen Märkten. Und wie gesagt, hier Angebot und Nachfrage sind nicht aus dem Gleichgewicht. Von daher ist das ein Markt, den ich im Moment auf der Short-Seite handeln möchte und wo ich jetzt erste Orders in den Markt gegeben habe und in den nächsten 2 Wochen Positionen aufbauen werde, mit Ziel, diese so Ende August, Anfang September, wenn es dann in Richtung der Erntezeit geht, zu verkaufen bzw. glattzustellen. Wie weit sowas dann läuft, ist immer schwer zu sagen. Man kann das hier an diesem saisonalen Chart so ein bisschen erkennen, dass da schon ordentlich Potenzial ist. Das sind schon oftmals auch so 10%, 15%, die der Markt in dieser Zeit verliert. Man muss es sehen, wie es in diesem Jahr ausfallen wird. Auf jeden Fall, das Gesamtbild sagt mir jetzt, dass gerade auch im Sektor der Getreide, Sojabohnen A, ein zuverlässiger Markt ist aus saisonaler Sicht und aus zyklischer Sicht und B, auch im Moment eigentlich der Markt ist, bei dem es am ehesten stimmt, was diese Short-Seite angeht. Wir haben nämlich vielleicht da auch nochmal den Blick zurück auf den Donnerstag, als wir ja auch über Mais gesprochen haben, wo der Ingmar auch die Frage aufgeworfen hatte, warum ich aus Mais rausgegangen bin. Bei Mais haben wir auch diese identische Saisonalität, auch aus identischen Gründen. Angebot und Nachfrage schaut dort auch ähnlich aus, also es ist auch genügend Angebot da, um die Nachfrage zu decken. Aber Mais würde ich zum Beispiel niemals aktiv short handeln jetzt im Moment. Mais sieht aus saisonaler Sicht so aus, dass es nochmal schwächeln könnte. Da gehe ich davon aus, dass es vielleicht 10, 15% schwanken kann. Aber ich würde das niemals aktiv short handeln. Ich habe es genutzt, um aus Long-Positionen rauszugehen. Ob das dann so die weise Entscheidung war, wird sich zeigen. Aber ich würde es nicht aktiv short handeln. Aktiv short, so dass ich auch wirklich mich short positioniere, mache ich bei den Sojabohnen, weil dort die COT-Daten auch entsprechend aussehen. COT-Daten bei Mais sehen ja absolut bullisch aus, hat der Ingmar gesagt, haben wir ja hier auch schon mehrfach besprochen. Daran ändert sich auch nichts. Und es macht einen großen Unterschied aus meiner Sicht, ob man jetzt eine Situation oder eine Indikation dafür nutzt, also ob das jetzt Saisonalitäten sind oder ob das COT-Daten sind, ob man die dafür nutzt, um aus einer Position auszusteigen und sich neutral zu stellen oder ob man sogar aktiv in eine Richtung handelt. Bei Mais würde ich mich niemals aktiv short positionieren, ganz einfach, weil hier das Potenzial, dass es irgendwo einen Engpass gibt, dass es aus irgendeinem Grund einen Squeeze gibt nach oben, dass dort Short Coverings einsetzen. Das ist viel zu groß, die Gefahr ist viel zu groß. Deshalb, die haben von der Saisonalität her identische Verlaufsmuster, aber die COT-Daten sind komplett konträr. Das heißt also, bei Mais würde ich, wenn das jetzt nochmal ein bisschen zurückkommt, 5, 6, 7%, würde ich dort sogar wieder eine erste Tranche Long reinnehmen. Obwohl wir eine saisonal eher schwache Phase vor der Nase haben. Und Sojabohnen ist eben der Markt von diesen beiden, die ich aktiv short handle, weil dort auch die Positionierung der großen Händlergruppen eben ganz klar sagt, dass die Short-Seite dort attraktiv ist. Schauen wir uns den zweiten Markt an. Das ist der US-Aktienmarkt, der S&P. Da hat sich jetzt in den jüngsten Tagen hat sich dort in den Positionierungen einiges getan. Man sieht das hier. Da sind zum Beispiel die Kleinspekulanten sind da massiv rausgegangen bei diesem Absacker, den es jetzt hier gegeben hat. Da hat es also viele rauskatapultiert, rausgehauen. Da kann man auch immer mal schauen, was ist passiert, wenn es solche Absacker gegeben hat bei den Nettoposition der Kleinspekulanten. Das war hier zum Beispiel auch der Fall. Da ging es danach wieder rauf. Es gab hier so eine Situation, da gab es auch einen Schub nach oben. Ich persönlich würde mir, wenn ich einen Wunsch hätte, würde ich mir wünschen, dass es nochmal deutlicher korrigiert. Und wir haben auch ja eine leichte Korrektur schon gesehen jetzt jüngst.
Ich befürchte aber, dass wir, wenn man sich das hier so anschaut, dass das Potenzial nach unten begrenzt sein wird. Ich bin gespannt. Ich handle im Moment viel Breakouts. Das heißt, ich bin da jetzt gar nicht richtungsgebunden, sondern ich lasse den Preis entscheiden, in welche Richtung ich da handle. Aber wenn man sich jetzt hier an den COT-Daten orientiert, zum Beispiel hier die Asset Manager haben hier überhaupt nicht gekauft während dieses Aufschwungs, sind relativ gesehen unterinvestiert. Die Leveraged Funds sind auch noch nicht so wirklich drin. Und wir sehen hier, dass die Dealer zuletzt doch massiv gekauft haben. Und wenn man sich anschaut, was in der Vergangenheit passiert ist, wenn die Netto Long waren, das war zum Beispiel hier der Fall, da gab es eine Rallye, das war hier der Fall, da gab es einen Schub nach oben, das war hier der Fall, da gab es diesen Schwung nach oben. Also, ich befürchte, dass wir da nach unten allenfalls ein kurzes Intermezzo sehen werden. Deshalb bin ich auch nicht zu sehr auf die Short-Seite verlagert. Wenn wir uns die Intermarkets anschauen, Intermarkets resultieren hier einfach aus der Entwicklung am Bondmarkt. Also wie haben sich die Anleihen, wie haben sich die Zinsmärkte entwickelt? Daraus leitet sich her, wie diese Asset-Klasse hier potenziell laufen könnte oder mit hoher Wahrscheinlichkeit laufen wird. Da haben wir sogar noch mal so für Mitte Juli sogar noch mal so einen kurzen Schub nach oben. Und da soll es erst ab Anfang August korrigieren, dann aber deutlicher. Ich bin, wie gesagt, da nicht festgelegt, habe im Moment auch eine eher neutrale Positionierung, handle diese Märkte aktiv. Es gibt ja immer wieder Situationen, bei denen man auf der Short-Seite Einstiege finden kann, aber auch auf der Long-Seite. Wenn man sich die Corona-Infektionszahlen anschaut, wie sich das jetzt in den USA entwickelt hat, da gab es jetzt übers Wochenende die Meldung, dass es die höchste Zahl von Neuinfektionen an einem Tag gegeben hat, mit, glaube ich, 45.000 waren das. Das ist schon so ein bisschen besorgniserregend, zumal wir auch in anderen Regionen teilweise dann schon irgendwas von zweiten Wellen hören. Ich hoffe es nicht, weil, wie gesagt, egal was wir jetzt hier für Wetten laufen haben, für die Short-Seite oder für die Long-Seite, dass da Leute schwerst krank werden teilweise und ihr Leben lassen, damit wir da irgendwie einen Trade gut abschließen können. Das wäre schon so ein bisschen hanebüchen und sehr makaber. Aber ich befürchte, dass das zumindest ein Damoklesschwert ist, was über den Märkten schweben kann, was wirklich Probleme bereitet. Ich habe jetzt in den letzten Tagen auch bei vielen Rohstoffen mir angeschaut, wie die Nachfrage dort sich entwickelt hat. Kann man hier sehen, zum Beispiel auch für Fleisch, ist drastisch eingebrochen auch. Das müssen wir jetzt gar nicht zu sehr ausweiten, damit es nicht zu kompliziert wird, aber das sind ja alles Faktoren, die die tatsächliche Wirtschaftsleistung, die tatsächliche Wirtschaftsentwicklung darstellen. Und dem steht natürlich eine gigantische Liquidität gegenüber. Nur wenn das nicht untermauert ist, kommt natürlich irgendwann dann auch mal eine Anpassung. Und da wird es wirklich spannend. Ich bin sehr gespannt, wie das in den nächsten Wochen laufen wird. Ich habe die Hoffnung, dass das alles einigermaßen glimpflich läuft und dass mit den Neuinfektionen zumindest in weiten Teilen der westlichen und wirklich wichtigen Industrienationen gemäßigt abläuft. Natürlich in den anderen Nationen wünsche ich es den Leuten auch, aber jetzt bezogen auf die Börsen ist es natürlich jetzt weniger wichtig, was in Kenia passiert, als das, was in den USA passiert. Also die Aussage bezieht sich jetzt auf die Märkte. Gesundheitstechnisch wünsche ich es natürlich allen. Da wird es wichtig sein, glaube ich, was in den USA passiert. Und da habe ich irgendwie so ein etwas mulmiges Gefühl. Ich habe nicht so das Gefühl, dass das dort so ganz im Griff ist. Muss man mal sehen. Auf jeden Fall Intermarkets zeigen hier an, dass es so ab August korrigieren soll, dass da sogar noch mal nach oben was kommen soll. Es gibt eine Marke, die ich hier immer wieder für einen Short-Einstieg nutze. Das ist die 3180, 3187. Da ist dieser Abwärtsimpuls, den es jetzt hier jüngst gegeben hat, gestartet. Das Prinzip nennt sich bei mir in der Ausbildung Huge Range Open. Man muss es nicht komplizierter machen, als es ist. Bedeutet einfach nur auf dem Niveau, auf dem einmal
wesentliche dynamische Verkäufe eingesetzt haben, rechne ich damit, dass beim ersten Anlauf an dieses Niveau erneut Verkäufe einsetzen. Das ist das einfache Prinzip dahinter. Und das gepaart mit den Intermarkets und der Saisonalität, die für den Aktienmarkt auch so ab Mitte Juli typischerweise gen Süden zeigt, das lässt mich, wir gucken mal ganz kurz auf die Seasonals, bevor ich an den Ingmar übergebe. Da sehen wir nämlich auch, klassisch saisonal schaut es wie folgt aus. Das ist eigentlich so der stabilste Zeitpunkt für die Short-Seite, ist tatsächlich so Mitte Juli. Das ist die beste Zeit, wenn man shorten will. So um den 15., 20. Juli herum, da ist die beste Zeit, um im Aktienmarkt zu shorten. Oftmals kommt nochmal so ein Schub nach oben und vieles tatsächlich deutet darauf hin, dass die Märkte sich möglicherweise nochmal aufbäumen können und es erst dann in eine größere Korrektur gehen kann. Im zweiten Halbjahr werden wir einiges an Unsicherheitsfaktoren haben. US-Wahl haben wir auch schon drüber gesprochen. Das ist gar nicht mehr so klar, dass der Pro-US-Wirtschaft, in Anführungszeichen, also vermeintlich Pro-US-Wirtschaft, Kandidat Trump so weit vorne ist. Die letzten Umfragen haben sogar mal seinen Konkurrenten vorne gesehen, Biden vorne gesehen. Muss man abwarten. Auf jeden Fall ist es ein Unsicherheitsfaktor. Solange das nicht ganz klar ist und einer da ewig weit Vorsprung hat, ist ein Unsicherheitsfaktor. Unsicherheit führt immer dazu, dass die Anleger sich eher zurückziehen. Wir haben mögliche zweite Infektionswelle. Da wird der Markt auch drauf achten, werden die Marktteilnehmer auch drauf achten. Und dann gibt es natürlich auch immer mal so kleinere oder größere Scharmützel zwischen USA und China, aber auch zwischen USA und Europa. Da müsste man auch, muss man auch damit rechnen, dass da wieder irgendwelche Sachen kommen von wegen Zölle und Auflagen. Also das sind ein paar Faktoren, die haben wir jetzt in den letzten Wochen nicht so akut gehabt. Die werden wieder aufs Tableau rücken. Und dann kann natürlich, gerade wenn Vertrauen erschüttert ist, jetzt das mit Wirecard hat ja jetzt zumindest in unseren Breitengraden nicht unbedingt das Vertrauen gestärkt, in die Märkte. Da muss man mal sehen, wie das laufen wird. Ich glaube, das zweite Halbjahr wird auf jeden Fall volatil werden, und wird Chancen auf beiden Seiten bringen. Normalerweise hin zur US-Wahl gibt es dann auch steigende Kurse, aber bin ich mir gar nicht so sicher, weil das geht normalerweise damit einher, dass die regierende Partei dann auch pro Wähler freundliche Politik macht. Trump ist ja da dann eher derjenige, der da alle Hebel oder alles, was klassisch passiert, aushebelt. Von daher muss man mal abwarten, ob das da auch so einsetzen wird. Ich gehe davon aus, dass man auf beiden Seiten Chancen bekommen wird. Und versuche im Juli die Short-Seite zu spielen im Aktienmarkt. Aber ich bin da nicht zu sehr festgelegt, ganz einfach, weil wir dort viele gegenläufige Effekte haben. Fundamental unterstützt die Wirtschaft nicht das, was die Liquidität da gerade mit den Kursen gemacht hat. Man muss sehen, wie dieses Gezerre dann ausgeht. Es bleibt auf jeden Fall interessant und bei einer deutlicheren Erholung, wie gesagt, auf 3180, würde ich im S&P wieder shorten wollen. Man muss aber aufgrund der Veränderung in den Händlerpositionen, in den COT-Daten, muss man sogar damit rechnen, dass es da jetzt nochmal einen Erholungsschub gibt. Ich bin gespannt. Die letzte Woche war jetzt nicht klassisch trendig. Von daher versuche ich in dieser Woche wieder auf Breakouts zu gehen. Werde mich nicht antizyklisch positionieren in den nächsten 5 Tagen, sondern werde versuchen, eher mit einem Trend zu gehen, der in diesen ersten Stunden der neuen Woche einsetzt. In welche Richtung das sein wird, wird sich zeigen. Ja, super, René, du hast gerade schon gesagt, diese Zwiespalt, in dem du dich befindest, was den Aktienmarkt angeht, das ist ja auch das, was ich beim letzten Webinar schon gesagt hatte, dass ich genau diesem Zwiespalt auch bin. Ich hatte ja eine Short-Position auf den DAX eröffnet und vielleicht, um das nochmal zu untermauern, was du gerade schon gesagt hast, vielleicht auch nochmal ein paar Charts. Wir sehen hier zunächst einmal den klassischen saisonalen Chart für den Dow Jones. Da sehen wir genau das, was der René gesagt hat ab Ende Juli, Anfang August ist hier dann mit einer Korrektur zu rechnen am Aktienmarkt, bevor es dann ab Ende Oktober, Anfang November wieder eine Jahresendrally gibt.
Wir werden gleich natürlich auch mal gucken, wie das Ganze aussieht für den Präsidentschaftszyklus. Das hatte ich am letzten Webinar ja auch aufgezeigt. Deshalb kommt auch dieser Zwiespalt zustande. Aber wenn man sich die klassische Saisonalität anschaut, dann sieht man eben genau das, was ich gerade gesagt habe. Hier im Sommer abwärts und dann im Spätherbst, sagen wir mal, müsste man sich positionieren für diese Jahresendrallye. Das gleiche auch mal kurz auf den DAX oder für den DAX sich angeschaut. Da sieht es natürlich sehr, sehr ähnlich aus. Bis Mitte, Ende Juli aufwärts, dann diese Abwärtsbewegung und dann auch hier wieder diese Jahresendrallye. Dann ganz wichtig natürlich dieser 4-Jahres-Wahlzyklus in den USA. Wenn wir uns da die Wahljahre angucken, da sieht es dann eben eher eigentlich danach aus, dass es ab Mitte des Jahres steigen sollte. Das ist genau dieser Zwiespalt, in dem man sich momentan befindet. Allerdings aufgrund dieser Unsicherheit, wie die Wahl ausgehen wird, das ist ja auch genau das, was ich denke, wird es eher zu einer Korrektur kommen. Und diese Aufwärtsbewegung, die wir hier normalerweise ab Mitte des Jahres sehen, wird es voraussichtlich dieses Jahr dann nicht geben, ist zumindest meine Prognose. Ob das dann so eintritt oder nicht, wird man natürlich dann noch feststellen. Dann ganz wichtig, um das gleich zu verstehen, wo die Unterschiede auch bestehen. Wir haben hier einen saisonalen Chart für die Wahljahre in den USA, allerdings für 116 Jahre, also von 1900 bis 2016. Wenn wir uns jetzt die US-Wahljahre mal auf den DAX gemünzt anschauen, dann sehen wir ein ganz anderes Bild. Aber das liegt natürlich auch daran, dass hier die Saisonalität bzw. der Zyklus, der angezeigt wird, viel, viel kürzer ist, von 1956 bis 2008. Das ist natürlich ein deutlich kürzerer Zeitraum. Und wie sah es da aus? Interessanterweise genau umgekehrt, bis Mitte des Jahres aufwärts, ab Mitte des Jahres abwärts. Und das ist auch das, wo ich zumindest momentan mit rechne, dass die Märkte nochmal korrigieren sollten. Ich habe auch hier, um das mal kurz zu zeigen, im Midterm Trader eine Short-Position auf den DAX momentan laufen. Hier war der Einstieg am 16.06. bei 12,91 €. Momentan notiert das Produkt leicht im Plus bei 14,62 €. Ja, das lag unter anderem auch daran, dass ich auf oder in meinem Handelssystem auch auf höherer Zeitebene ein Short-Signal bekommen habe. Von daher hatte ich eine kurzfristige Long-Position aufgelöst und dann in einen Short gewechselt und habe eben nochmal hier nämlich gepostet, wie momentan die Kursziele von mir sind. Hier sind die Kursziele angegeben. Die nächsten im DAX 11.500, 11.250, 11.000 und sogar 10.700 beziehungsweise auch sogar 10.600 Punkte. Das ist eigentlich das Kursziel, das aus meinem Handelssystem herausgegeben wird. Also diese 10.600 bis 10.700 Punkte. Das sind einfach Zwischenziele, die 11.500, 11.250, 11.000, da wo wichtige Unterstützungszonen vorherrschen. Ich hatte auch die 12.000 schon als Kursziel genannt vor einigen Tagen. Die wurde ja abgearbeitet, die 12.000, werde die Position aber noch nicht abbauen, weil ich eben davon ausgehe, dass der Markt nochmal stärker korrigieren sollte und idealerweise bis in die Region um 10.600, 10.700 mittelfristig. Allerdings, hier habe ich es auch geschrieben, sollte es jetzt kurzfristig zu einem deutlichen Abverkauf an den Aktienmärkten kommen, dann werde ich sicherlich die Position auch glattstellen oder eng einstoppen. Das muss man mal sehen und dann versuchen, nochmal höher einen Short-Einstieg zu finden, sollte der Markt nochmal etwas anziehen. Ich habe eben mal geguckt, die aktuelle Indikation bei IG ist auch knapp unterhalb von 12.000 Punkten eben zumindest gewesen. Also momentan sieht es ganz gut aus für die Short-Seite, aber muss man natürlich mal abwarten, wie es da weitergeht. Wie gesagt, was der René auch gesagt hat, dieser Zwiespalt, der besteht bei mir natürlich genauso, weil einige Indikatoren sprechen eher dafür, dass es steigen sollte, andere sprechen für fallende Kurse. Insgesamt würde ich sagen, wenn man das auch eben gesehen hat, an den Zyklen und an der Saisonalität spricht mehr dafür, dass die Märkte nochmal korrigieren sollten. Und auch mein Handelssystem hat das entsprechend aufgezeigt. Von daher habe ich mich eher auf die Short-Seite gestellt und habe ja auch noch einige Short-Position laufen. Kann man hier sehen im Aktienbereich den Nike Short. Natürlich liegt dieser hinten, konnte aber deutlich aufholen. Quartalszahlen waren ja schlecht. Momentan sieht so aus, als ob die Aktie einen Doppeltop ausbilden würde. Dann könnte man davon ausgehen, dass hier nochmal ein deutliches Potenzial nach unten besteht. Dann habe ich noch einen Evotec Short liegen, einen Patrizia Immobilien Short. Also das sind die Positionen im Aktienbereich, die momentan auf der Short-Seite liegen. Dann der Wirecard oder das Wirecard-Discount-Zertifikat natürlich deutlich hinten. Einstieg war zu 4,77 €. Momentan oder am Freitag notierte das Produkt dann bei 90 Cent oder 89 Cent im Verkauf. Da muss man jetzt einfach gucken, wie man da am besten vorgeht, wie man da wieder rauskommt. Ich hatte ja gesagt, ich habe das Papier gekauft, als die Aktie bei, ich glaube, 23, 24 € stand. Cap
von diesem Produkt bei 10 Euro eingekauft zu 5 Euro. Das heißt, es war ein enormes oder ein enormer Puffer eigentlich gegeben, aber aufgrund der potenziellen Rendite, die ja über 100% war, auf wenige Monate konnte man schon sehen, wie gefährlich natürlich dieses Produkt ist oder wie riskant das Produkt ist. Das ist ja klar. Je riskanter ein Produkt ist, desto höher auch die potenzielle Rendite. Sah aber zu dem Zeitpunkt ganz gut aus. Dann mit dem Insolvenzantrag natürlich dieser deutliche Abverkauf. Und jetzt muss man gucken, wie man am besten mit dieser Situation umgeht. Entweder man verkauft das Papier jetzt bei 90 Cent oder aber man hofft zumindest kurzfristig darauf, dass es nochmal eine Gegenbewegung gibt und man das Papier etwas besser verkauft. Oder aber man hält es bis zum 16.10.2020. Das ist dann die dritte Variante und schaut einfach, wo dann der Abrechnungskurs liegt, wenn das Papier vorzeitig noch nicht gekündigt wurde, was natürlich auch immer wieder mal passieren kann bei solchen Produkten. Warum Evotec und Patricia Short? Da kam eben die Frage rein. Die Aktientrades, die finden auf Grundlage meines Handelssystems statt. Von daher wurden dort Short-Signale generiert. Und deshalb habe ich diese Trades, bin ich diese eingegangen. Dann kam eben vermehrt die Frage, wie es bei Kakao aussieht, auch bei Mais und bei Heizöl. Da möchte ich gerne in der Folge jetzt drauf eingehen. Und da können wir uns mal kurz die verschiedenen Vorfilter angucken. Oder ein Chart noch zu den Sojabohnen. René hatte da schon genug zu gesagt. Ich wollte es nur noch mal hier auch aufzeigen, den saisonalen Chart, weil ich auch bei Sojabohnen einen Short-Einstieg präferiere und auch in Kürze einen Short-Einstieg suchen werde. Aber hier noch mal saisonal aufgezeigt, dass der Juli, August und September die mit Abstand schwächsten Monate des Jahres sind. Also auch hier das unterstützend, was der René gesagt hat, zeigt es hier ganz klar gen Süden. Von daher werde ich auch momentan dort nach einem Short-Einstieg suchen. Dann zu Mais, das auch nochmal kurz aufgezeigt. René hat schon genug da auch schon zu gesagt, aber da ich auf Mais noch die Long-Position liegen habe und diese nicht verkauft habe, ganz kurz warum. COT-Daten, super bullig. Man sieht es ja, was in der Vergangenheit passiert ist, wenn die Commercials eine solche Netto-Position eingenommen haben. Das war hier 2010 mal der Fall. Da waren wir sogar nicht so in Anführungsstrichen bullig, was die Positionierung der Commercials angeht, was danach passiert. Maispreis sehr stark gestiegen. Dann war das 2013 der Fall, was danach passiert. Bodenbildung, dann stärkerer Anstieg. Dann gab es natürlich hier so verschiedene Extrema, die aber nicht auf diesem Niveau sind, wo wir jetzt notieren, sondern etwas niedriger. Aber auch da können wir mal gucken, was passiert ist. 2015, was danach passiert? Es gab eine Bewegung nach oben. 2016, Bodenbildungsprozess, Bewegung nach oben. 2016, Bewegung nach oben. 2017, was passiert? Auch hier eine kleine Bewegung nach oben. Und deshalb, wenn wir das Ganze mit Hebelprodukten umsetzen, lohnt es sich natürlich auch teilweise diese kleineren Erholungsbewegungen, diese kleinen Aufwärtsimpulse natürlich auch entsprechend mitzunehmen. Dann 2017, Ende 2017 der Fall, was auch hier passiert, noch eine kleine Bodenbildung, dann Aufwärtsbewegung nach oben. 2019, stärkere Aufwärtsbewegung. Also, genau aus diesem Grund gewichte ich die COT-Daten sehr, sehr hoch und gehe davon aus, dass beim Maispreis auch in Kürze nochmal eine deutliche Bewegung gen Norden vollzogen werden sollte. Zudem, was spricht noch dafür? Wir sehen hier das Sentiment aufgrund oder des kleinen Abverkaufs nochmal zuletzt, ist auch das Sentiment wieder sehr, sehr negativ geworden. Man sieht das hier, wie negativ oder wie pessimistisch die Marktteilnehmer sind. Gehen also davon aus, dass der Maispreis jetzt weiter fallen sollte. Und für mich dient dieses Sentiment natürlich ganz klar als Kontraindikator. Also spricht auch dieser Vorfilter dafür, dass man sich jetzt eher auf der Long-Seite positionieren sollte. Wir sagen es ja immer wieder, diese Vorfilter sind kein perfektes Timing-Instrument. Es geht nur darum, grundsätzlich zu erkennen, in welchem Fahrwasser wir uns befinden oder was als nächstes passieren könnte mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit. Wenn wir uns die COT-Daten angucken, dann schauen wir einfach auf die letzten 5 oder 10 Jahre und sehen, was ist passiert, wenn man diese Extrempositionierung dieser Commercials beobachten konnte. Das habe ich eben gemacht. Man konnte sehr häufig erkennen, dass es einen Bodenbildungsprozess gab und der Markt danach ansteigen konnte oder sogar direkt angestiegen ist. Und das Gleiche machen wir jetzt auch mal hier beim Sentiment. Können wir mal angucken, wenn die Marktteilnehmer sehr, sehr bullig sind, was dann passiert ist. Marktteilnehmer waren hier 2019, Mitte 2019 sehr bullig. Was ist in der Folge passiert? Der Maispreis ist gefallen. Anfang 2018, Marktteilnehmer waren sehr bullig. Was ist danach passiert? Der Markt ist gefallen. Ja.
Ich glaube, es war sogar Mitte 2018, sorry. Dann, was ist hier passiert? Auch wieder Mitte 2016. Was danach passiert? Maispreis stark gefallen. Also, oftmals ist es so, natürlich nicht immer. Man sieht ja auch so Prozesse, wo die Marktteilnehmer über einen längeren Zeitraum bullig sind. Das ist genau das, was ich meine. Es ist kein perfektes Timing-Instrument. Deshalb kombiniere ich dieses Sentiment mit verschiedenen anderen Vorfilter, unter anderem den COT-Daten und der Saisonalität, um ein Gesamtbild erstmal zu bekommen. Aber momentan ist die Lage ganz klar, was das Sentiment angeht, sehr bearish. Marktteilnehmer gehen davon aus, es fällt weiter. Und wir können jetzt mal gucken, was passiert ist in der Vergangenheit, wenn die Marktteilnehmer so bearish waren. Das war hier 2020 ja schon der Fall, um April. Danach konnte der Maispreis ansteigen. Dann November 2017, was danach passiert? Maispreis konnte ansteigen. 2013, was danach passiert? Bodenbildung, Maispreis konnte ansteigen. 2014, da sieht man, wo es mal nicht gut funktioniert hat. Es gab zwar einen Bodenbildungsprozess, allerdings ist der Markt nochmal nach unten weitergefallen. Dann waren die Marktteilnehmer aber weiterhin sehr, sehr bearish, gingen davon aus, es fällt weiter im September. Was danach passiert? Es kam diese Gegenbewegung nach oben. Deshalb kein perfektes Timing-Instrument, aber durchaus genutzt, um sich mal einfach anzuschauen, wie die Marktteilnehmer dort denn unterwegs sind und das eher als Kontraindikator zu nutzen. Ganz klar aber, was die Saisonalität betrifft, Juni, Juli, August und auch der September noch leicht, sind negative Monate. Also muss man durchaus damit rechnen, dass der Maispreis noch mal etwas zurücksetzt. Aber wenn das passieren sollte, wenn der Maispreis jetzt doch noch mal, wie René auch davon ausgeht, noch mal zurücksetzen sollte, dann kann man tendenziell davon ausgehen, dass die Marktteilnehmer noch bearischer werden, gehen noch mehr davon aus, dass der Maispreis fallen sollte. COT-Daten sollten noch bullischer zu werten sein. Und dann wäre das nochmal ein deutlicher Kauf meiner Meinung nach. Und in diesem Falle würde ich eventuell sogar nochmal einen Nachkauf tätigen. Man sieht das ja auch hier. Das möchte ich auch gerne zeigen. Bei den aktuellen Positionen, die ich im Midterm-Trailer laufen habe, den Mais Long vom 20.04. wurde gekauft zu 1,14. Momentan steht er bei 97 Cent. Es hat sich bisher noch nicht für mich angeboten, bei einer relativ kleinen Veränderung zum Einstiegszeitpunkt jetzt dann noch einen Nachkauf zu tätigen. Dafür ist das Risiko momentan noch zu groß aufgrund dieser negativen Saisonalität. Sollte jetzt aber der Maispreis noch weiter unter Druck kommen, die Saisonalität also greifen, dann werde ich sicherlich noch mal einen Nachkauf tätigen, weil dann würden alle drei Faktoren dafür sprechen. Also wenn wir jetzt noch ein bisschen warten Richtung Ende August, Ende September und der Maispreis noch weiter fallen, dann würden ja alle Faktoren dafür sprechen, auch die Saisonalität, die dann positiv wird, dass der Maispreis in der Folge steigen sollte. Und wenn man dann einfach mal guckt, wo gibt es wichtige Unterstützungen, zum Beispiel im Markt oder wichtige Widerstände, wurden die durchbrochen nach oben oder hat eine wichtige Unterstützung gehalten, dann kann man auf jeden Fall meiner Meinung nach nochmal einen Nachkauf tätigen und das werde ich auch machen. Ob das in dem gleichen Produkt ist, was ich schon drin habe im Depot oder ein neues auswähle mit einem kleineren Hebel, das wird sich dann natürlich noch in der Folge entscheiden. Dann kam die Frage rein, wie es mit Heizöl aussieht. Da möchte ich gerne auch mal drauf gucken. Und zwar aufgrund des Abverkaufs durch die Corona-Krise war das natürlich ein Markt, das hatte ich ja auch hier im Webinar immer wieder gesagt, der durchaus interessant ist für die Long-Seite, weil die COT-Daten waren extrem bullig. Also wenn man sich die Nettoposition der Commercials anschaut, dann waren wir hier auf einem sehr, sehr bullischen Niveau, wenn man das so ausdrücken darf. Und das hat eher dafür gesprochen, dass der Heizölpreis nochmal ansteigen sollte. Allerdings sieht man ja auch hier, dass schon im Februar dieses bullische Niveau bei den COT-Daten vorherrschte. Was ist danach passiert? Es gab nochmal ordentlich eins auf die Mütze und der Heizölpreis ist nochmal deutlich unter Druck gekommen. Insgesamt ist das Bild meiner Meinung nach, wenn man die Commercials anschaut, noch bullig zu werten. Wir sind zwar nicht mehr netto long, aber insgesamt, da wir vor einem sehr, sehr bullischen Niveau kommen, was die COT-Daten angeht, würde ich diesen Vorfilter momentan noch als Long-Signalgeber sozusagen zulassen. Das Sentiment, sieht man hier, ist neutral zu werten, hat sich deutlich erholt. Wir waren ja hier sehr negativ, als der Heizölpreis sehr stark gefallen ist, gingen die Marktteilnehmer davon aus in der Mehrheit, dass es weiter fallen sollte. Danach gab es diese Gegenbewegung. Momentan sind wir auf einem neutralen Niveau. Also spricht das jetzt momentan weder für Long
noch für Short, wenn man nur auf diesen Vorfilter guckt. Ganz interessant natürlich die Saisonalität hier bei Heizöl. Juni, Juli, August, September sind sehr, sehr starke Monate saisonal betrachtet. Ich glaube, in diesem Jahr muss man das Ganze aufgrund von Corona natürlich komplett ausklammern, beziehungsweise nicht komplett ausklammern, aber mal deutlich davon auch Abzüge vornehmen, weil man sieht ja auch bis in April eigentlich saisonal sehr, sehr stark. Und was ist passiert? Es ist genau das Gegenteil passiert. Und deshalb würde ich auf die Saisonalität momentan nicht so viel geben. Für mich ist Heizöl auf jeden Fall ein interessanter Long-Kandidat prinzipiell. Allerdings muss man natürlich auch sehen, dass der Heizölpreis schon deutlich gestiegen ist. Hat sich schon von einem Tief hier wieder verdoppelt gehabt. Deshalb würde ich jetzt auf diesem Niveau, muss ich ehrlich sagen, nicht einsteigen, sondern würde nochmal warten, ob hier nochmal etwas Druck aufkommt im Heizölpreis. Und René hat es eben schon gesagt, in manchen Ländern redet man schon von einer potenziellen zweiten Welle. In den USA würde ich immer noch davon reden, dass wir bei der ersten Welle sind, aber da muss man mal abschauen, wie das wie das weiter vor sich geht. Und deshalb könnte das natürlich nochmal auf den Heizölpreis deutlichen Druck auch verursachen. Von daher momentan für mich kein Kauf, habe aber Heizöl natürlich weiter auf der Watchlist, werde warten, sollte der Preis nochmal etwas zurücksetzen, wie dann die Vorfilter aussehen und mich dann eventuell nochmal auf die Long-Seite stellen. Dann kam die Frage zu Kakao. Da habe ich ja auch eine Long-Position laufen. Am Donnerstag ging es ja am Kakaopreis deutlich nach oben. Freitag wurde diese Aufwärtsbewegung wieder komplett abverkauft. Aber jetzt wollen wir uns einfach mal ganz nüchtern, ohne emotional zu werden, weil das ist ja das, was oftmals passiert, dass man sich dann ärgert. Man hat gesehen, Donnerstag ging es aufwärts. Positionen, die man vielleicht hatte, waren im Plus. Dann am Freitag wurde die Aufwärtsbewegung direkt wieder negiert, dass man sich dann Sorgen macht und denkt, okay, das scheint jetzt wieder gen Süden zu gehen weiter, aber man muss hier einfach ganz nüchtern sich die verschiedenen Vorfilter angucken und dann eben schauen, wo gibt es wichtige Unterstützungen und wie sieht das Ganze auch von der Charttechnik aus. Zunächst einmal die COT-Daten, hier auch wieder abgetragen, die Nettoposition der Commercials. Wir sind hier fast netto long. Für mich ist das weiterhin bullig zu werten. Wir können ja mal sehen, was in der Vergangenheit passiert ist, wenn wir uns ungefähr auf diesem Niveau befanden. Natürlich hier etwas höher, aber zumindest in der Nähe dieses Niveaus, was wir momentan haben. Das war hier 2019 der Fall. Was ist danach passiert? Kakaopreis ist gestiegen. Dann hier auch 2019 im März. Was danach passiert? Kakaopreis gestiegen. 2018 waren wir auf diesem Niveau. Ja, es ging etwas aufwärts, aber grundlegend muss man sagen, war es eher ein Bodenbildungsprozess, bis dann eine größere Aufwärtsbewegung kam. Dann hier sieht man es eben auch ab diesem Niveau, auf dem wir uns momentan noch befinden, was in der Folge passiert. Es ging noch etwas gen Süden, aber in der Gesamtheit muss man sehen, wurde hier ein Boden ausgebildet. Danach gab es eine größere Aufwärtsbewegung. Also, um das abzukürzen, heißt es für mich, dass ich diese COT-Daten momentan eher bullig werte. Zwar nicht super bullig, wir sind auf keinem Extremniveau, aber eher ein bullisches Signal für mich. Dann hatten wir zuletzt gesehen, das hat sich hier etwas verbessert aufgrund des Absturzes am Freitag, beziehungsweise Absturz der Verkaufswelle am Freitag, wird das sicherlich so sein, dass das Sentiment hier auch wieder negativ wird. Aber was haben wir auch zuletzt gesehen? Marktteilnehmer waren sehr negativ eingestellt gegenüber dem Kakaopreis. Danach gab es diese kleine Aufwärtsbewegung. Wie gesagt, am Freitag ging es wieder gen Süden. Von daher kann man davon ausgehen, dass die Marktteilnehmer jetzt wieder bearish sind. Dient grundsätzlich hier weiterhin als Kontraindikator. Also Marktteilnehmer gehen davon aus, fällt weiter. Wir oder ich möchte mich dann eher auf die Long-Seite stellen. Und jetzt natürlich super interessant die Saisonalität, denn Juni, Juli, August, September sind sehr, sehr starke Monate für den Kakaopreis. Gerade der Juli und auch der September, das sind die stärksten Monate des Jahres bei Kakao. Von daher zeigt mir das natürlich auch an, dass ich mich eher auf der Long-Seite positionieren sollte. Gibt also keinen Grund, warum ich momentan diese Position auflösen sollte, denn die Vorfilter sprechen ganz klar dafür, dass ich mich hier auf der Long-Seite weiterhin positionieren sollte. Dann können wir mal ganz kurz hier gucken, wie das vom Chart her aussieht, ohne jetzt großartig irgendwelche Linien einzuzeichnen. Aber ich denke mal, was jeder sehr schnell erkennt, ist, dass wir hier in dieser Region um 2200 eine sehr, sehr massive Unterstützungszone haben. Ja, es ging auch mal auf 2000, es ging auch mal etwas weiter runter Richtung 1800, aber bei 2200 in etwa sehr, sehr starke Unterstützungszone. Hier 2017 sind wir mal rangelaufen, wieder abgeprallt.
2017 immer noch dran gelaufen, abgeprallt, 2018 ging es drüber, dann in der Folge immer wieder hier um diese 2200 wieder mal knapp drunter, mal knapp drüber, aber immer wieder nach oben gelaufen, dann 2019 wieder an die 2200 rangelaufen, nach oben abgeprallt, dann gab es diesen Abverkauf, jetzt in diesem Jahr wieder bei 2200 nach oben abgeprallt. Also rein auch charttechnisch muss man sagen, die 2200 ist eine massive Unterstützungszone. Von daher spricht das auch ganz klar beim Kakaopreis dafür, dass wir hier nochmal steigende Kurse sehen sollten. Was jetzt ich nicht zum Beispiel machen würde, sollten die 2200 fallen, würde ich mich nicht auf die Short-Seite stellen. Weil ich dann sage, rein Charttechnik, und das würden wahrscheinlich viele Charttechniker machen, die würden dann sagen, eine wichtige Unterstützungszone ist gebrochen, ich gehe auf die Short-Seite. Allerdings zeigen mir die Vorfilter ja weiterhin an, dass ich eher long mich positionieren sollte. Und eventuell passiert genau das, was man hier 2019 auch gesehen hat. Es geht mal knapp unter die 2200. Wenn man nur charttechnisch orientiert ist, verkauft man eventuell diese Position oder positioniert sich sogar auf die Short-Seite. Auf der Short-Seite, danach geht es wieder über die 2200 und ich müsste die Position wieder drehen. Also gibt es für mich eigentlich nur zwei Alternativen in dem aktuellen Szenario. Entweder ich verkaufe meine Long-Position, wenn ich denke, eine wichtige Unterstützung wurde gebrochen, ich möchte momentan nicht mehr long sein, dann würde ich es verkaufen und abwarten, ob es neue Kaufsignale gibt, also rein charttechnisch. Oder sogar, ich behalte die Position einfach und warte ab, ob es eventuell einen längeren Bodenbildungsprozess gibt und der Kakaopreis dann weiter anziehen wird. Das ist eher meine Strategie. Ich bin jetzt niemand, der dann immer wieder schnell verkauft, gerade bei der mittelfristigen Position. Ansonsten wird es oftmals passieren, und das sieht man ja auch hier in der Vergangenheit, wenn wir jetzt ungefähr einfach mal sagen, wir hätten die gleiche Ausgangslage von den Vorfiltern und würden immer wieder mal kurz unter die 2200 fallen. Was würde passieren? Ich würde die Position verkaufen. Es geht wieder über 2200. Ich eröffne die Position wieder. Es geht wieder unter 2200. Ich verkaufe und dann eröffne ich die Position wieder. So, das heißt, dadurch habe ich sehr viele Trades. Ich werde sehr ungeduldig, weil einfach drei, vier, fünf Trades in Folge wahrscheinlich immer wieder ausgestoppt werden. Und spätestens dann sage ich, mit diesem Markt will ich nichts mehr zu tun haben. Der scheint einfach nicht mehr zu steigen. Verkaufe die Position und ihr wisst, wie es ist. Oftmals zumindest dann auf einmal läuft's und der Kakaopreis würde zum Beispiel stark ansteigen und dann ärgert man sich, dass man nicht mehr dabei ist. Genau aus diesem Grund, das ist ja auch das, was ich immer wieder versuche zu erklären, im Midterm Trader arbeite ich ohne Stops zunächst. Das geht alles über die Positionsgröße, die man auswählt, wie viel man dann eben auch entsprechend verliert, aber wählt natürlich auch einen entsprechend kleinen Hebel. In diesem Falle 3,46. So habe ich ja viel mehr Puffer, als wenn ich jetzt Produkte kaufe mit einem Hebel von 30, 40, 50 und bin ständig unter Zugzwang, dass ich weiß, jetzt muss ich schnell verkaufen oder schnell Stops nachziehen oder sonstiges, um nicht zu viel zu verlieren. Dann kam eben noch die Frage rein, wie sucht man eigentlich Produkte raus, zum Beispiel zu Sojabohnen. Wie ihr vielleicht wisst, ist Vontobel einer der Anbieter in Deutschland, die zumindest diese Soft-Commodities sehr stark anbietet. Morgan Stanley auch auf einige, nicht auf alle. Aber am besten ist es dann in der Regel direkt auf die Seite der Emittenten zu gehen, wenn man weiß, dass diese auf Sojabohnen zum Beispiel Produkte anbieten. Möchte ich euch mal kurz zeigen. Ich bin jetzt hier auf der Seite von Vontobel, wie das Ganze funktioniert. Wir haben hier die Kategorie Produkte. Dann klickt man einfach auf Hebelprodukte. Jeder auch mal sieht, wie man dort schnell zum Ergebnis kommt. Dann kann ich sagen, was möchte ich für ein Produkt haben? Ich wähle in der Regel Mini-Futures aus, also wähle ich hier Produkttyp Mini-Futures. Warte jetzt kurz ab, bis es lädt. Dann Anlageklasse Rohstoffe. So, auch geladen. Und dann klicke ich hier auf Sojabohnen-Future. Und habe dann entsprechend 84 Produkte für die Long- und aber auch für die Short-Seite, die ich handeln kann. Und in diesem Fall hatten wir gesagt, wir wollen es eher auf die Short-Seite stellen bei Sojabohnen. Von daher klicke ich einfach hier noch auf Short und habe dann immerhin 69 Produkte, die aktuell zur Verfügung stehen, um mich hier zu positionieren. Und auch da würde ich immer dazu raten, lieber einen kleineren Hebel zu wählen, um dem Ganzen etwas mehr Puffer zu lassen. Ich gucke jetzt gerade mal eben rein, wie es aussieht mit den Fragen. Hier kamen gerade relativ viele Fragen rein. Eine Sekunde. Genau, Kakao kam jetzt noch mehrfach. Ja, das habe ich, genau, das habe ich ja beantwortet. Okay, da kam noch was. Genau, Hartmut schreibt auch gerade, Hebelprodukte
hin und her macht Taschen leer oder das Konto leer. Genau, das ist auch das, was ich auch denke. Deshalb muss man da auch extrem aufpassen, dass man nicht zu viel hin und her handelt. Und vor allem dann, wenn es keinen Sinn macht. Im kurzfristigen Trading mache ich das natürlich auch. Beim Short-Term-Trader zum Beispiel, wo ich sehr viele Aktionen am Tag habe, da sieht das Ganze natürlich etwas anders aus. Aber das ist auch ein ganz anderer Ansatz. Da geht es ja um Day-Trading und bei den mittelfristigen Trades um, ja, mittelfristiges Trading, wie der Name schon sagt. Warum Mini-Future-Zertifikate, fragt der Jens. Bei den Mini-Futures, da haben wir ja eine vorgelagerte Stop-Loss-Schwelle und aus diesem Grund wird das Gap-Risiko, was der Emittent normalerweise hat, großteils auf den Kunden übertragen. Heißt aber auch, dass deswegen die Aufgelder zum Beispiel geringer sind als bei Unlimited Turbos. Deshalb wähle ich lieber Mini-Futures und diese haben ja auch eine offene Laufzeit und man hat etwas mehr Spielraum. Aber ich hatte ja auch zuletzt gesagt, dazu bin ich leider noch nicht gekommen, dass ich gerne nochmal zu Hebelprodukten auch nochmal ein Webinar machen kann. Das muss ich unbedingt auch in Kürze machen, bin ich aktuell leider noch nicht zugekommen. Dann können wir da auf diese Sachen auch nochmal näher eingehen. So. Genau, das passt vielleicht ganz gut dazu. Der Karl Walter fragt, muss man dann nicht bei der Auswahl auch auf den Future achten, wie der Verfalltag ist? Also bei den Mini-Futures ist es so, dass diese automatisch in den nächsten Future dann auch gerollt werden. Also wenn wir jetzt irgendeinen Future-Kontrakt haben, der zum Beispiel morgen auslaufen würde, beziehungsweise nicht auslaufen würde, dann wäre es schon zu spät. Sagen wir mal, nächste Woche auslaufen würde, dann würde der Emittent, der die Absicherungsposition ja hat für diesen Sojabohnen-Future jetzt in diesem Falle oder auch dem anderen, würde dann in den nächsten Future rollen und das spiegelt sich dann auch in dem Basispreis wieder. Das sieht man ja hier, den Basispreis ist hier zum Beispiel 8,9889. Und wenn jetzt der nächste Future höher notieren würde und es wird in diesem Future gerollt, dann wird der Basispreis entsprechend um die Differenz der beiden Future-Kontrakte angepasst, entweder nach oben oder nach unten. So, gucke ich gerade nochmal rein. Da kam noch eine Frage zu, eine Sekunde, Natural Gas. Das können wir uns auch mal kurz angucken, wie dort die Positionierung aussieht, die Saisonalität und auch die COT-Daten. Also, fangen wir mal an mit den COT-Daten. Erstaunlicherweise, obwohl der Erdgaspreis zuletzt ja nochmal weiter unter Druck kam, sind die COT-Daten, sagen wir es mal, nicht bullig. Sie sind jetzt auch nicht extrem bearish, wie wir es jetzt hier sehen oder gesehen haben, zum Beispiel 2017 oder 2018. Aber wir sind zwar noch leicht netto long, aber momentan würde ich sagen, eher als neutral zu betrachten. Auf jeden Fall nicht bullig. Und das ist sehr außergewöhnlich, nachdem der Preis hier zuletzt nochmal unter Druck kam. Dann schauen wir aufs Sentiment. Sentiment, ja, ist bearish. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass der Erdgaspreis weiter fallen sollte. Aber auch hier sind wir auf keinem Extremniveau momentan, sind noch nicht unter dieser grünen gestrichelten Linie. Aber egal, dieser Vorfilter würde zumindest anzeigen, dass es momentan interessant werden könnte, sich beim Erdgaspreis eher auf die Long-Seite zu stellen. Gucken wir noch auf die Saisonalität. Der Juli negativ, dann kommt der August, plus minus null mehr oder weniger, dann aber die starken Monate September und Oktober. Um das Gesamtbild abzurunden, würde ich hier momentan weder Long noch Short gehen. COT-Daten sind erstaunlicherweise bearish zu werten, nach meiner Perspektive, sind also nicht bullig, obwohl der Markt so stark gefallen ist. Juli negativ, was diese Saisonalität anbetrifft. August auch nicht deutlich positiv. Von daher auch nichts dazu zu sagen. Das Einzige wäre das Sentiment. Aber darauf würde ich jetzt einen Long-Einstieg zum Beispiel nicht münzen. Deshalb würde ich mich da momentan raushalten. Henning fragt, was hältst du von Palladium? Ja, Palladium für mich weiterhin Long-Kandidat. COT-Daten sehen weiterhin sehr, sehr bullig aus. Da werde ich nur noch darauf warten, ob es irgendwo eine wichtige Unterstützung gibt. Hatte ich schon bei den letzten Webinar oder vorletzten, glaube ich, aufgezeigt. Da gibt es ja der ein oder andere wichtige Unterstützungszone. Sollte der Markt da wieder nach oben abdrehen oder zumindest mal in diese Richtung erstmal fallen, dann ist auf jeden Fall Palladium für mich ein ganz, ganz klarer Long-Kandidat und werde ich auch im Midterm-Trader eine neue Long-Position aufbauen. Werde aber momentan noch abwarten. Dann fragt
Der Wilhelm, wie es aussieht beim Short-Term-Trader, da vielleicht als ganz kurze Information nur. Ich hatte ja hier ein Depot zuletzt auch angelegt, hatte gestartet am 4.6., also vor 24 Tagen, etwas mehr als 3 Wochen mit einem Konto von 100.000 Euro. Stehen jetzt bei 156.000, etwas drüber, also 56% wurden jetzt hier erwirtschaftet innerhalb dieser 3,5 Wochen etwa. Derzeit sieht man schon, wie gut das auch natürlich wieder hier gelaufen ist zuletzt. Aber die Gefahr eines Drawdowns besteht immer wieder, wenn es nach solchen Phasen, wo es so gut gelaufen ist, das muss hoffentlich klar sein, das betone ich ja immer wieder. Aber man sieht auch, dass ich die Aktion zuletzt deutlich zurückgefahren habe schon. Also, zum Beispiel am 25. gab es 20 Trades. Ich hatte ja insgesamt gesagt, dass ich die Aktion runterfahre, damit das auch alles besser nachbildbar ist für die Personen, die hier zugucken. Aber man sieht schon hier am 26., also am Freitag, gab es 1, 2, 3, 4 Trades nur. Und das auch mit kleineren Gewichtungen. Ich habe ja verschiedene Gewichtungsstufen, 0,5 halbe Gewichtung, 1 normale Gewichtung, 2 doppelte Gewichtung. Und am Freitag, da können wir mal kurz reingucken, weil es ja auch wenige Trades waren, wie die Gewichtungen stattgefunden haben. Gewichtung bei Trade Nummer 4 war zum Beispiel 0,5. Beim Trade 3 waren es auch 0,5. 2 auch 0,5 und Trade 1, Gewichtung 1. Also sieht man schon, ich habe die Trade-Anzahl runtergeschraubt und auch die Gewichtung etwas reduziert. Oder was heißt etwas reduziert? Die Gewichtung reduziert, weil es zuletzt sehr, sehr gut lief. Das erkennt man ja auch, wie gesagt, an dieser Performance von 56% innerhalb von diesen 3,5 Wochen, dass es sehr gut gelaufen ist. Und das sieht man vielleicht auch hier bei diesen G und Vs pro Trade. Es gibt einzelne Minustrades, aber auch dann ganze Gewinnserien. Von daher habe ich jetzt die Gewichtung runtergefahren, dass man da einfach Bescheid weiß, weil das Risiko natürlich jetzt zunimmt. Und idealerweise findet es jetzt so statt, dass in der Folge schlechtere Signale, also ich handle ja hier mein eigenprogrammiertes Handelssystem. Und idealerweise ist es jetzt so, dass man die vermeintlich schlechteren Signale des Systems mit kleinerer Gewichtung mitnimmt, weil man weiß natürlich nicht, wann kommen die guten Signale in Anführungsstrichen und wann kommen die in Anführungsstrichen schlechten Signale. Also muss ich natürlich mehr oder weniger jedes Signal handeln. Und dann heißt es für mich, möglichst nach dieser sehr guten Serie jetzt wieder die Gewichtung runterzufahren. Und wenn das Timing sehr gut wäre, dann würde man jetzt mit kleiner Gewichtung von 0,5 zum Beispiel sehr viele schlechte Trades mitnehmen und würde die Gewichtung dann wieder hochfahren, wenn es eine schlechte Phase gab, wo man dann von der 56% Performance bisher nur wenig verliert und dann in der nächsten Performance-Phase wieder mit einer erhöhten Gewichtung voll dabei ist. Das wäre natürlich der Idealfall. Aber in der Realität wird es natürlich so sein, dass man kaum timen kann, wann fangen die schlechten Signale an und wann fangen wieder gute Signale an. Also sieht man es ja auch hier. Ich habe die Gewichte runtergefahren. Nichtsdestotrotz sind die Trades weiterhin gut gewesen. Aber dann ist es halt so. Dann hat man zwar nicht mit 2.000 Stücken das Ganze gehandelt, sondern in diesem Falle ja nur mit 500 Stücken. Aber Gewinn ist Gewinn, um es mal einfach auszudrücken. Dann muss man sich nicht ärgern. Man hätte es immer besser machen können. Hätte und wäre sind ja die reichsten Personen an der Börse. Das wissen wir ja. Von daher versuche ich jetzt einfach, die Size zu reduzieren und mich dann entsprechend auf die Long-Seite zu stellen, beziehungsweise nicht auf die Long-Seite zu stellen, die Gewichtung wieder hochzufahren, sollten die Signale jetzt in der Folge etwas schlechter sein. Ich kann ja mal kurz den Link hier auch reinkopieren in den Chat. Wer da Interesse hat, sich das Ganze mal anzugucken, habe ich ja schon öfter jetzt angeboten. Ihr habt ja eine 14-Tage-Widerrufsfrist. Ich kopiere es gerade mal hier rein. Könnt ihr euch den Short-Term-Trader gerne mal anschauen. 14 Tage könnt ihr das kostenlos testen. 20% Rabattcode habe ich auch reinkopiert. IK20 Gustav Emil. Solltet ihr innerhalb der 14 Tage aber merken, dass das nicht zu euch passt, dass es zu viele Trades sind oder zu wenige, was ich nicht glaube, aber was auch immer, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, da wieder zu widerrufen. Dann macht das aber auch bitte innerhalb der 14 Tage, weil das ansonsten in ein Abo übergehen würde. Aber würde mich natürlich freuen, wenn ihr da zustoßen würdet. So, gibt es was Neues von der Steuerfront? Fragt der Jens. Also, so wie es aussieht, das sind zumindest Gerüchte, die momentan bestehen. Wird es oder könnte es so sein, dass Zertifikate und Optionsscheine doch rausgenommen werden aus dieser neuen Steuer? Und CFDs und Futures, aber weiterhin dieser ja, maximale Verlust von 10.000 Euro pro Jahr, den man steuerlich geltend machen kann, weiterhin besteht. Dass das aber für
Zertifikate für Knockout-Produkte und für Optionsscheine rausgenommen wird. Da ist aber auch nur Hörensagen momentan, was ich ja weitergeben kann. Wir sind natürlich, oder ich bin natürlich auch weiterhin dabei, genau zu prüfen und auch mit verschiedenen Personen aus der Branche zu sprechen. Und sollte es dann Neuerungen geben, dann werde ich euch natürlich darüber informieren. Klaus-Dieter fragt: Hallo, wenn das gut, schlecht, nicht mathematisch sauber belegt ist, kann ich in dieser Art der Gewichtungssteuerung keinen Vorteil zu erkennen? Naja, man hat es ja so: Man hat ein Handelssystem, was einem anzeigt, wie der Erwartungswert ist. Und wenn ich bei einer Performance momentan nach kurzer Zeit deutlich über dem Erwartungswert liege und weiß zum Beispiel aus der Statistik, dass ich nach 20 Trades eher wieder mit Verlusttrades rechnen kann, mit 20 Trades oder 20, anders ausgedrückt, 20 sehr guten Signalen in Folge, dass ich damit rechnen kann, dass dann rein aufgrund dieser Statistik eher mal wieder drei, vier schlechte Signale kommen, dann kann ich natürlich anfangen, nach dem 15., 16. positiven Signal oder sehr guten Signal die Gewichtung runterzufahren, weil dann die Wahrscheinlichkeit natürlich zunimmt, dass auch wieder schlechtere Signale auftreten werden. Natürlich kann man immer sagen, naja gut, natürlich ist jetzt wieder 50-50 die Chance, ob es gut oder schlecht ist. Wenn ich in ein Casino gehe und setze immer auf Schwarz oder Rot, habe ich natürlich rein auf dieses eine Ereignis auch eine 50-50 Chance. Wenn ich aber ja mir, sage ich mal, die Kugel jetzt tausendmal angeguckt habe und tausendmal ist sie auf Rot gelandet und ich weiß, nach dem Gesetz der großen Zahlen sollte sich das irgendwann mal ausgleichen, dann macht es ja vielleicht Sinn, nicht darauf zu hoffen, dass jetzt noch 5000 Mal in Folge auch Rot kommt, sondern auch damit zu rechnen, dass eben mal Schwarz kommt und die Gewichtung entsprechend runterzufahren. Aber so gehe ich zumindest vor, wenn jemand das anders sieht, mathematisch auch oder wie auch immer, kann das natürlich auch anders handeln. Das ist ja das Schöne. Ich gebe ja auch hier entsprechend, weil das hatten auch welche gefragt, ob das jetzt die Gewichtung anzeigt, dass die Signale schlechter oder besser sind. Die Signale sind alle dieselben und man kann dann entscheiden, wie man die selber umsetzt. Ich mache es entsprechend mit verschiedenen Gewichtungen, aber da ich ja auch die Ziele angebe im Future, kann das natürlich entsprechend anders umgesetzt werden. Ja, Jens schreibt, es gibt natürlich auch noch die Null, es gibt kein 50-50, natürlich richtig. Ja. Das war jetzt nur, um das zu vereinfachen. So. So, jetzt gucke ich nochmal rein. Super, Mario, vielen Dank. Geschrieben, Format und Aufmachung des heutigen Webinars hat mir sehr gut gefallen. Top, das freut mich sehr. Vielen Dank dafür oder freut uns sehr, dass das gefallen hat und natürlich auch weiterhilft. Alles klar, dann sind die Fragen soweit auch durch, soweit ich das sehe. Manchmal gibt es natürlich Fragen, die sehr dann ins Detail nochmal gehen. Da würde ich euch bitten, uns im Zweifel oder dem René oder mir eine E-Mail zu schreiben, weil hier auch viele neue Teilnehmer ja auch immer dazu stoßen, wenn man da jetzt zu detailliert in einzelne Werte reingeht. Erstens wird es viele verschrecken, beziehungsweise dauert es ein bisschen, damit das Verständnis da ist. Also braucht man da natürlich ein paar Wochen, bis das Ganze sitzt, was wir so schon besprechen mit COT-Daten, Sentiment, Saisonalitäten. Das ist für viele ja schon nicht so ganz einfach. Von daher, wenn es dann sehr, sehr in die Tiefe geht, das können wir dann in weiteren Webinaren natürlich besprechen oder in Special-Webinaren oder in den Ausbildungen von René oder per E-Mail oder sonstiges. Und dann fehlt natürlich auch oder würde auch die Zeit fehlen für mehr Werte, wenn wir einzelne Werte zu detailliert besprechen. So. Also was wir vielleicht ganz kurz mal Einwurf, was wir vielleicht mal machen können, wenn es von Interesse ist, weil das Thema, was ihr jetzt gerade hattet hier, die Diskussion habe ich ellenlang geführt und da gibt es immer die Betrachtungsweise von irgendwelchen theoretischen, mathematischen Modellen mit den Wahrscheinlichkeiten. Es ist nun mal einfach Fakt, wenn man statistisch auswertet, man handelt ja entweder Wohler-Breakouts, dann ist natürlich einfach die Wahrscheinlichkeit, wenn ich 7, 8 Fehlsignale hatte, ist die Wahrscheinlichkeit einfach nachweislich größer, dass es dann irgendwann in einen Trend übergeht, weil an den Märkten kommen irgendwann Nachrichten, die das verursachen. Wenn ich Saisonalitäten handle und auf eine Regelmäßigkeit setze oder auf eine Zyklik setze, dann gibt es temporäre Anomalien, die treten aber eben nur zeitlich begrenzt auf, auch in einer begrenzten zeitlichen Folge.
oder Anzahl. Deshalb, wir können das gerne mal in einem Spezialwebinar, was wir halt für diejenigen machen, die es auch wirklich interessiert, wo wir einfach mal wirklich das ganz praktisch angehen, weil das gibt es schon immer, seit ich an der Börse aktiv bin, dass es Leute gibt, die sagen, es ist immer 50-50, es ist immer eine zufallsbedingte Geschichte, es sind unabhängige Wahrscheinlichkeiten und man muss das aus meiner Sicht einfach ganz praktisch sehen. Wir haben ja alles Mögliche ausgewertet und man kann das einfach auch sehen. Guckt euch einen Chart an. Da gibt es vielleicht manchmal eine größere Serie von Fehlsignalen, aber irgendwann fängt ein Markt wieder an, diese Normalität zu handeln. Egal, was man da nutzt. Und ich glaube, dieses Thema wird man zwar nie lösen, weil diejenigen, die auf dem mathematischen Standpunkt sind, die werden auch immer in diesem theoretischen Modus bleiben. Ich komme, wie der Ingmar auch, von der praktischen Seite. Ich habe es eben hunderttausendfach gefühlt erlebt. Und aber wir können dazu gerne mal ein Webinar machen, einfach um nochmal ein bisschen plastischer das zu erklären. Ist aber, glaube ich, auch tatsächlich sinnvoll, dass wir da ein Sonderwebinar dafür machen, weil das für viele, die vielleicht jetzt hier neuer dabei sind, einfach zu komplex wäre oder einfach zu verwirrend wäre. Falls da Interesse besteht, könnt ihr uns ja dazu ein Feedback geben, dann können wir dazu mal was machen. Wir werden es wahrscheinlich nicht am Ende hinbekommen, dass alle sagen, sehen wir genauso. Soll aber auch gar nicht so sein. Nur es sollen vielleicht auch Denkanstöße sein. Von daher, wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr da gerne uns ein Feedback geben. Ja, das ist ein guter Punkt. Dann vielleicht noch zwei Fragen möchte ich noch beantworten, die gerade reinkamen. Die erste, schreibst du bei jedem Trade deine Zielmarke rein? Ja, also beim Short-Term-Trader, das ist auch eine Änderung, die jetzt immer dazukommt, dass ich die Zielmarke im Future eingebe, weil diese Zielmarke kommt aus meinem Handelssystem. Im Future selber heißt also, man müsste sich dann den Future entsprechend Realtime abonnieren, wenn man das so vollziehen möchte, oder aber man müsste umrechnen, wo aktuell der DAX-Stand dann wäre, wenn ein Ziel erreicht wird. Ich schreibe immer das Ziel da rein. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel noch mal eine Long-Position aufnehme und das Ziel bleibt gleich, dann kann das mal sein, dass das nicht immer direkt mit darunter steht, aber ist dann auch klar, beziehungsweise man kann natürlich auch jederzeit nachfragen. Hier zum Beispiel, ja genau, da hat es dann dazu geschrieben, da kam es dann eine Sekunde später, weil ich erstmal den Trade schon eingehen wollte und dann kam das Ziel, aber genau, schreibe ich immer noch dazu. Dann die zweite Frage, ob diese 20% Rabatt auch für den Midterm-Trader gelten und die 14 Tage Widerrufsfrist, natürlich klar. Hier habe ich gerade meinen Link auch reinkopiert in den Chat für den Midterm-Trader, auch den können natürlich 14 Tage testen. Rabattcode gilt dort ebenfalls und es gibt übrigens auch hier dieses Kombipaket. Da ist das Ganze dann etwas günstiger, wenn man sich beide Services anschauen will, den Short-Term und den Midterm-Trader, kann ich gerade hier auch nochmal schnell den Link reinkopieren. Auch da gilt natürlich dieser 20% Rabattcode und auch die 14 Tage Widerrufsfrist. Also habt ihr genug Zeit und ich sage auch immer, bitte auch in die 14 Tage nutzen, sich das Ganze in Ruhe anzuschauen, nicht direkt zu sagen, jetzt bin ich drin, jetzt mache ich direkt die ersten Trades mit, sondern erstmal zu gucken, passt das Ganze zu mir, gerade auch im kurzfristigen DAX-Trading, im Short-Term-Trader, damit man da nicht überrascht ist, wenn das zu viel ist oder wie auch immer man mit den Trades gar nicht klarkommt. So, das soll es dann von mir gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Danke auch für die ganzen Fragen, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und euch hat's gefallen und dann wünsche ich euch noch einen sonnigen und schönen Sonntag. Weiterhin gute Trades ab morgen und dann freue ich mich aufs nächste Webinar am Donnerstag. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Ciao. Auch von mir, diejenigen, die dann gleich in dem Webinar noch dabei sind, wir hören uns ja und sehen uns gleich noch, dann und ansonsten allen anderen schönen Sonntag noch und eine erfolgreiche Woche. Bleibt gesund. Ciao.